Lasse Haider. Detlef Dammeyer hat den angeschleppt. Nehmen wir mit. Zentrales Mittelfeld. Also wenn der nicht passt, dann weiß ich es auch nicht. Kann sogar links spielen. Offensiv könnte er spielen. Hängende Spitze und rechtes Mittelfeld. Muss natürlich alles eintrainiert werden. Aber alles ohne Verlust. Also die Jugend wächst weiter. Steffen Lang. Da ist wieder der FC Bayern angeschissen gekommen. 18 Millionen. Ich glaube, wir könnten mal so ein bisschen mit denen verhandeln. Ich habe es ja Gott sei Dank jetzt für den Sommer erstmal nicht gemacht, ihn abzugeben. Das wäre auch schlecht gewesen für die europäischen Spiele, wenn du so einen Spieler abgibst, der eine 80 hat. Das war schon echt in Ordnung. Und wir müssen mal schauen. Mein Anliegen ist natürlich nach wie vor, dass wir mit dem verlängern. Wenn, dann muss ich eben in den sauren Apfel beißen, muss mehr bezahlen. Aber das wird auf kurz oder lang auch bei Werner so sein, bei Engelke, dass wir da die Gehälter doch einiges nach oben ziehen müssen noch. Das war jetzt ja nur mal der erste Schritt in diesem August, in dem Juli, das mal auf ein ordentliches Bundesliga-Maß zu schrauben. Wir sind natürlich immer noch nicht auf dem Niveau eines Europapokalteilnehmers, aber das war ja auch mein Anliegen, dass man alles Schritt nach Schritt macht und nicht hier absolut hektisch sofort im ersten Jahr 5 Millionen bezahlt. Braucht man nicht. Also Hertha war besser, die zweite Mannschaft. Da können wir glücklich sein über das 1-1. Gleicht sich immer alles ein bisschen aus. Spielergespräche. Super letztes Spiel für unseren Jonas Klein, ist erfreut, vor Selbstvertrauen strotzend. Nach dem Fehler gegen Düsseldorf scheint er fokussierter denn je zu sein. Mit klasse Leistung. So, wir gucken mal auf ein paar Spieler. So, ich gebe das jetzt alles so ein, wie gesagt. Alex Grimaldo, US Palermo, ehemals FC Barcelona, 19 Jahre alt. Das wäre halt so ein Spieler gewesen. Spieler scouten. Die Teile beobachtet fehl, muss er nie machen. Das wäre so ein Spieler gewesen, der eventuell interessant hätte sein können, oder wer kann es noch werden? Sollten wir wirklich nicht mit Steffen Lang weitermachen können. Scouten wir den Kerl mal. Der nächste ist Beister. Maxi Beister, Kandidat für die Außenposition. Also theoretisch hier links, rechts, außen universell einsetzbar. Ist eher ein Linksfuß, trainiert ungern, Temperament. Ist allerdings vereinstreu, 25. In der Saison 4 Spiele, 2 Tore. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Von den Noten her ist es auch ordentlich, was der zeigt. 114 Spiele, 14 Tore. Können wir Karriere gucken, wie sich das entwickelt hat. Also es stagniert so ein bisschen. Also hier in 2 Saisons kein Fortschritt. Dann ein kleiner Fortschritt und jetzt aber wieder, ne, auf einer 73. Ja, das liegt wahrscheinlich hier dran, dass der einfach nicht trainieren möchte. Also dafür möchte ich dann doch ganz gerne Abstand nehmen. Vertrag läuft auch nicht aus, so dass man darüber nachdenken könnte. Also in FIFA ist es ein klasse Mann, auch so vielseitig wie er hier ist, aber im Fußballmanager reicht mir das nicht wirklich. Das ist mir dann ein wenig zu riskant. So, jetzt habe ich noch 2. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die werde ich dann auch mal scouten lassen. Da haben ein paar Findige unter euch die 5-Sterne-Talente mal rausgesucht. Anton Pevsner, Russe, Italiener von Inter Mailand, 18 Jahre alt. Ins Blickfeld aufnehmen, das mache ich jetzt einfach mal. Weil ich glaube, da muss keiner Angst haben. Den scouten wir dann auch mal. Ich muss gleich daran denken, dass ich da wieder das 10er rausnehmen lasse, sonst dauert das zu lange. Und der nächste, der scheint von den Tottenham Hotspur zu sein. Bruninho, ein Brasilianer, unschwer am Namen schon zu erkennen. Ist auch 18, also schon Top-Werte. Das sollen anscheinend dann wirklich 2 5-Sterne-Talente sein. So, Beobachtungsliste. Ich glaube, das hat keinem geschadet unten. Man muss da halt immer aufpassen, dass man da nicht die Spieler verärgert. Das hätte bei den beiden jetzt sehr gut funktioniert. So, ja, die Waldschmidt-Leihe, die ja angedacht war, die vorgeschlagen wurde von euch, das habe ich jetzt ja erstmal verworfen. Da haben wir ihn. Assistent Afdijay Flügger hat er einfach mal getauscht. Das wird natürlich jetzt wieder ein bisschen dauern, bis sich das hier eingespielt hat bei den Jungs. Ich hoffe, dass Waldschmidt wirklich die Einsätze bekommt. Mal gucken, wie es jetzt hier ausgesehen hat in der Saison. Details, 9 Spiele gegen Hertha wurde auch eingewechselt. 9 Minuten lang hat er da gespielt. Ja, solange der zumindest Einsatzzeiten bekommt, dann geht's schon. Wir müssen uns dann im Winter nochmal was überlegen, was wir mit ihm machen. Vielleicht dann ein halbes Jahr nochmal irgendwo ausleihen.
Dann heißt ja auch nicht, dass der Fran jetzt immer spielen muss. Der ist einfach nur da, einfach um die Mannschaft zu führen. Dennis Jormas ist ja auch noch da, ne? Und der macht es nicht schlecht mit seinen 17. 61er Stärke, 14er Form. Ist schon nicht so schlecht. Wenn ich mir die Mannschaft hier angucke, können wir auch gerade mal so ein bisschen philosophieren, wie das denn aussehen könnte. Wer also entweder in der Saison oder nach der Spielzeit hochkommt. Kessler wird wahrscheinlich verkauft werden müssen, weil ich habe da keine Verwendung für. Es sei denn, der wird zweiter Torwart hinter Jonas Klein, wenn dann letztendlich Kontorteam aufhören sollte. Oldhoff, ganz klare Sache. Weißenberger. Bei Weber, denke ich mal, ist es okay, wenn er noch spielt. Rode müssen wir uns auf jeden Fall was überlegen. Flücke, Afdicay müssen letztendlich auch den Weg machen. Brandt, Ferus und Daniel Fran, da finde ich okay, dass er bleibt. Und diese ganzen Positionen, die ich jetzt aufgezählt habe, die müssen wir natürlich dann hier ersetzen aus dieser A- oder B-Jugend. Das kann man hier so ein bisschen hin und her klickern. So, da kann ich euch gerade noch zeigen, wenn ich hier bin. Also der Topstar aus Paraguay, der heuert jetzt auf den Namen Silvio Vasiljevic. Ich denke mal, das passt auch ganz gut vom Namen her. Also der kann sich freuen, 4,5 Talentsterne. Da wurde ich gefragt, ob ich ihn sofort in die zweite Mannschaft hole. Das könnte ich natürlich versuchen. Das könnte ich natürlich versuchen, den für Brandt einsetzen. Da müssten wir aber für Brandt irgendwas überlegen. Also ich glaube, das kann dann frühestens im Winter sein, dass wir den hochziehen. Der soll sich jetzt hier erstmal in der A-Jugend beweisen. Und mal zeigen, dass er was kann. Und sich einspielen, an die Liga gewöhnen, an das Land gewöhnen. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Und dann werde ich mich hier um die Verträge kümmern. Es sind ja Spieler da. ZM, Jakob Leiner. Silvio Marx, der kann das ja auch spielen, ZM hier. Ein bisschen Verlust dabei, aber gut. Das ist klar. Dann hätten wir zumindest schon mal für Afdicay und für Flücke, die Zentralmittelfeldspieler. Defensives Mittelfeld, Niklas Koch. Da haben wir ja auch den Tom Albrecht jetzt gerade erst installiert auf der Position. Für Rechtsaußen haben wir hier Yannick Koch. Linksaußen Mauricio Moreno Ortega. Ist alles möglich. Oder Bürzle. Vasiljevic, also da kommt schon was nach. Da kommt schon was nach. Und ich werde nicht auf gar keinen Fall Spieler halten, wo ich nicht überzeugt von bin, aus der zweiten Mannschaft. Also, da wird dann schon gnadenlos aussortiert. Hier links außen Philipp Schuldig mit einer 55 könnte auch locker schon den Anschluss an die zweite Mannschaft finden. Stürmer haben wir Simon Fröhlich, aber da ist ja noch nicht so wirklich wichtig, weil der Dennis Jormas natürlich da den Stammplatz bekommen soll. Oder sich den mit Fran teilen muss, wenn dann Waldschmidt da unten rauskommt. Also wir haben schon die Spieler, das möchte ich aber nicht jetzt machen. Das wäre dann zu früh, da muss man dann sich alles in Ruhe nochmal durch den Kopf gehen lassen. Finde ich. Das ist ganz wichtig. Jetzt spielen wir gegen Ferl. SC Ferl, was können die denn? Gucken wir uns die gerade mal an. Die spielen in der Regionalliga West, sind da momentan Zweiter. 13:8 Tore, 13 Punkte. Auf Niveau mit Wuppertal, Kassel, Rot-Weiß Essen, Oberhausen, Aachen ist ja auch dabei. Mönchengladbach 2. Also die haben hier nur drei zweite Mannschaften drin. Wo ist denn, sind denn die Sportfreunde Siegen? Wo sind die denn hin? Wahrscheinlich wieder abgestiegen oder sonst irgendwas. Muss ja fast so sein. Mal gerade schauen, wo haben wir die? Das ist jetzt in eigener Sache. Das interessiert mich dann doch, wo die sind. Untere Liga, ja, sind abgeschmiert. Ganz unglücklich. Ja, Fehl, genau. Ich wollte gucken, was die denn für Spieler haben. Begegnungen, hier sehen wir das nochmal. Haben hier anscheinend jetzt verloren. 2:4 steht da. Wobei ich aber nicht weiß, wie das jetzt gewertet wurde. Serone, ja, das muss verloren worden sein, ne? 2:4 gegen Essen. Das Team. Die erste Mannschaft, die gegen uns spielen wird. Wir kennen nur Tagirov, den Kapitän von denen. Rechtsverteidiger, Russe, 20 Jahre alt. Dann haben wir vorne noch Serone. Hängende Spitze. Engelmann auf der Stürmerposition. Also man kann schon mal erahnen, wie die spielen. Na, die haben dann eine hängende Spitze, einen Sturm, rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld, zwei Zentrale. Also hinten keinen zur Absicherung, keinen defensiven Mittelfeldspieler. Das ist gewagt, würde ich mal sagen, gegen unsere Offensive. So, wir gehen noch ein Stückchen vor. Und jetzt wird's hier nochmal interessant. Was bietet der FC Bayern? Ich werde natürlich die versuchen auszusaugen. Wenn sie den haben wollen, dann müssen sie ordentlich latzen. B-Junioren haben 3-0 gewonnen. So, der möchte im anderen Team spielen. Schön für ihn. 22,5 Millionen habe ich hier drin stehen. Anteil am nächsten Verkauf hätte ich ganz gerne
die 20%, meine lieben Bayern. Rückkaufoption ist für sowas Blödsinn. Leipzig holt sich von Bayern keine Rückkaufoption. Wo sind wir denn hier? Internationales Debüt, ja, das macht er eh bei uns. Ligatorbonus, Ligaspiel, Ligaspielbonus. Da hätte ich dann auch nochmal ganz gerne so 2 Millionchen. Ist doch, glaube ich, da ganz okay. Nach 30 Spielen. Ja. Ich meine, wenn der für sowas gehen würde, dann könnten wir letztendlich 24,5 Millionen bekommen. Machen wir ihn noch hoch, da machen wir 25 genau. 25 Millionen bekommen. Ja, da oben steht wieder dieses schwachsinnige Vato. Das hat mir mal einer erklärt. Ich habe es aber leider schon wieder vergessen, warum das da steht. Ja, ich denke mal nicht, dass die das machen. Rückkaufoption. 22,5 Millionen hier. So. 30 Spiele. Ligatorbonus ist für so einen Spieler blödsinnig. Nach Aufstieg auch. Schauen wir mal. Das können die nicht annehmen. Das geht gar nicht. Auch wenn das die Bayern sind. 661 zu 821. Das sind genau 160 Punkte Unterschied. Obwohl bei beiden Mannschaften hier die Form klasse ist. Und die Saison bisher auch. Das Stadion an der Poststraße ist mit Sicherheit voll. Und wir dürfen uns da keine Blöße erlauben. Weil das wäre schon ganz bitter, gegen den Viertligisten im Pokal in der zweiten Runde rauszufliegen. Das würde mit Sicherheit der Vorstand auch nicht so geil finden. Das Duell Dortmund gegen Bayern, das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, nicht mehr drauf eingegangen bei der Auslosung, das stimmt. Also das ist nämlich echt Kracher in der zweiten Runde schon. Dann haben wir Freiburg gegen Schalke. Matthias Ginter. Wissen wir natürlich auch immer noch nicht, was damit passiert. Aber natürlich wahnsinnig teuer, der Typ. Also der wird wahrscheinlich dann eher wieder Bayern anklopfen. Oder sonst irgendwer aus dem Ausland. Leverkusen gegen Hertha. Haben wir sonst noch irgendwas Geiles hier? Irgendein Amateurverein? Viktoria Köln muss leider Gottes beim FSV Mainz spielen. Das liegt, glaube ich, daran, dass die Drittliga-Verein sind mittlerweile. Ja. Da hast du dann eben nicht mehr automatisch den Heimvorteil, glaube ich zumindest. Und Lautern auch noch dabei mit Weihrauch. Gegen Burghausen zu Hause. Das könnte man auch schaffen. Rostock hat sich ja, glaube ich, leider verabschiedet. Unser Kooperationspartner. So, die Bayern, was haben die denn gemacht? Ich hoffe nicht, dass sie das Ding angenommen haben. Nee, es steht noch nichts. Marcel Wörpel mit 3 Toren für die B-Junioren. Die gehen ab hier. 12 Chancen haben sie gehabt, 61% Ballbesitz. Da können wir auch mal reingucken, wie es überhaupt aussieht. Ich weiß auch gar nicht, wo die zweite Mannschaft steht, ne? Zweite Mannschaft, wo sind wir denn? Platz 4. Aber es ist so komisch, wie das auch ist, aber das ist genau wie in der Vorsaison. Wir kommen so ein bisschen behäbig da raus aus der Saison, aus dem Sommertransferlager. Trainingslager natürlich, nicht Transferlager, was quatsche ich da? Trainingslager natürlich und verpennen das wieder so ein bisschen, weil jetzt sind es schon wieder 6 Punkte Unterschied. Der Hallesche FC hat alle 4 Spiele gewonnen, 12 Punkte, 18 zu 4 Tore. Das ist der Favorit, Pierre Merkel. Das ist noch nicht mal jetzt unbedingt, wenn man uns mal anguckt. Wir haben ja auch mit Fragen Stürmer in dem Segment. Also das muss jetzt schnellstmöglich, muss das her. Also wir haben jetzt den 5. Spieltag, dann auswärts gegen Halberstadt, sind auch 5. Also das wird auch kein Selbstläufer werden. Und dann gegen Meuselwitz. Meuselwitz ist auch 7. Danach gegen Erfurt. Also das sind jetzt 3 wichtige Spiele. Wenn du die alle verkackst, dann stehst du schon wieder blöd da. Dann wird es nämlich mit Sicherheit noch größer, weil Halle hat einen Lauf jetzt. So, die A-Junioren, die stehen in der 3. Liga auf Platz 3. Das ist ein bisschen ärmlich, dass wir mit den Talenten da wirklich in der 3. A-Junioren-Liga rumdümpeln müssen. Normalerweise müssten die auch locker führen. Das ganze Ding. B-Junioren auf der 2 in der B-Junioren-Liga 2. Jetzt mit diesem 3:0. Hinter Frankfurt, die haben wir alles gewonnen. Ah, das sieht ordentlich aus. Also wir schießen Tore, wir kassieren kaum welche. Das kann sich schon wirklich sehen lassen. Also wir müssen auf jeden Fall noch warten, was unseren Steffen Lang angeht, was mit den Bayern da los ist. So, Kimmich, der kommt wieder mit, dem hat es nicht geschadet, die Pause. Kommt heute für Geis in die Partie 14. Ich will aber gerne Schwegler heute spielen lassen. Weil so eine Partie ist wirklich für Schwegler auch klasse, dass da überhaupt keiner auf die Idee kommt, da irgendwie zu schludern. Hat sich das jetzt verdient nach der Partie gegen die Frankfurter, sein Ex-Verein, klasse Leistung. Und Kimmich kommt mit, den können wir ja auch irgendwo einwechseln. Jordan? Ich muss mal ein bisschen gucken, also wir brauchen Fitness. Wir haben jetzt die neue Woche, Trainingsplan. Das sollte ja jetzt im Prinzip eigentlich geklappt haben. Immer noch nicht, ne? Immer noch nicht. S2, doch, es hat funktioniert. Hat funktioniert, also Gruppe 1, Gruppe 2. Also das läuft jetzt alles ganz normal, der Plan funktioniert jetzt wieder. Hoffe ich zumindest.
Ich werde mir das nochmal ganz genau angucken. Wocheneditor. Den Sonntag haben wir weggelassen, weil normalerweise da ja die Spiele stattfinden und das hier sieht gut aus. Die A1 zum Beispiel jetzt. Fähigkeiten, die Torhüter. Das habe ich ja irgendwann mal umgestellt. Gott sei Dank habe ich die gespeichert. A2, Mittelfeld 1. Also das funktioniert. Wollen wir die Stürmer? Und dann die Torhüter noch. So, alles perfekt. Und damit kann man dann wirklich zufrieden sein. Ich mache es am besten so zu, dass man das nicht sieht. Warum die den Samstag natürlich jetzt hier freigelassen haben, kann ich nicht sagen, weil eigentlich sollte es ja belegt sein. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Teamwork muss sich steigern. Hier sind wir aber wieder überall auf 5. Also das passt auf alle Fälle. Was ich sagen wollte, wegen der Frische. Ne? Es geht natürlich jetzt so weiter. Wir haben jetzt Gladbach, wir haben Bremen und wir haben dann schon Sporting. Also das erste Spiel am 30. in 2 Wochen. Wäre natürlich jetzt die Frage, Jopek mal für Matuschka spielen lassen. Wir haben hier Paulsen. Das heißt für Gnabry eine Möglichkeit, sich da mal zu zeigen. Wäre natürlich auch die Jungs dann mitnehmen, denke ich, falls es nicht so laufen sollte. Paulsen hier. Wie sieht's denn mit Timo aus? 13er Form. Ja, könnte ich sagen, ich lasse Seitz anfangen, aber wir wollen ja auch irgendwo Tore schießen, ne? Wir wollen ja auch irgendwo Tore schießen. Und wenn du einen Timo Werner vorne drin hast, ich glaube, dann machst du das nicht. Dann bringst du den Seitz lieber rein, wenn es sich eben anbietet. Wenn man schon führt, bestenfalls natürlich. Ja, Soriano, das klappt auch ganz gut mit einer 65 jetzt. Er trainiert es fleißig ein. Minus 9 hat er da auf der Linksaußen. Gnabry, kann der denn links spielen, Linksaußen? Ja, das würde auch ein bisschen dauern, aber ich glaube nicht so lange. Aber hat nicht den linken Fuß. Wie sieht es mit ihm aus? Auch nicht den linken Fuß. Tja, kann ich mit ihm sprechen, sonst hätte ich das mal gesagt. Du musst deinen linken Fuß trainieren. Wo ist denn der Papa? Auch eine 80 hier. Ich glaube, dann müssen wir das so machen. Der muss ja auch Fitness aufbauen. Bühler nehme ich mal für Kämpf mit. Und dann haben wir noch Schreier. Ich weiß nicht, Steffen Lang kannst du normalerweise auch nicht bringen, den zu Hause zu lassen. Das geht nicht. Das ist dann deplatziert, würde ich sagen. Das ist wichtig für uns, dass wir da weiterkommen. Ich weiß die Ziele zwar nicht mehr genau, das können wir aber ganz schnell nachgucken. Viertelfinale, DFB-Pokal, ne? Da müssen wir schon. Also da musst du dann schon dieses Halbjahr überstehen. Das heißt im Februar dann in dem Viertelfinale antreten. Eine 823. Das ist jetzt keine Bundesliga-Top-Mannschaft von den Werten her, aber wir sind am guten Weg, würde ich sagen. Gucken wir mal auf die Taktik. Vom Einsatz her 88%. Jopek macht den Spielmacher, das ist in Ordnung. Ja, von der Riskantheit machen wir auch so weiter. Hier versuchen wir es mit dem Pressing heute mal recht intensiv mit der 65. Da lasse ich die so stehen. Und jetzt schauen wir uns die Mannschaft des Gegners mal an. Das habe ich ja vorher gesagt. Die stehen aber ein bisschen zurückgezogen mit den zentralen Männern und auch die linken, rechten Mittelfeldspieler eher weiter hinten. Serone, meiste gelbe Karten, Simon, Engelmann. Ich denke mal, wir schnappen uns den hier. Den Giacomo Serone, ich glaube, das müssen wir nicht unbedingt. Flügelspieler hat keine Nerven, der Kerl. Also musst du einfach nur mal auftauchen, Emi, vor ihm. Dortmund, Hannover und jetzt zum SC Verl. Er ist aber durchaus gefährlich. 107 Spiele, 58 Tore. Ich denke mal, dann machen wir das doch anders. Dann bekommt er hier. Wir müssen es schon richtig ansetzen. So, die Sonderbewachung und ich glaube dann wieder Engelke auf den Stürmer vorne. Dann haben wir die beiden gut abgedeckt. Der bereitet die meisten Tore vor, dann weiß schon mal lang, was er machen muss. Und dann sollte das funktionieren. Ich bin gespannt auf Gnabry, ich bin gespannt auf Jopek, wie wir das machen werden. Allzu viel wollte ich sonst nicht mehr ändern. Ganz ehrlich, also Sama möglicherweise, aber die haben alle noch keine Fitness. Deswegen ist es gut, wenn die spielen. Es ist so von der Frische aber nicht so akut. Man kann ja auch wechseln. Man kann ja auch wechseln. Ich hoffe wirklich, wie eben schon angesprochen, dass wir früh in Führung gehen, am besten auch irgendwie mit 2 Toren Vorsprung, dass da wenig passieren kann. Die Formkurve hier, die möchten wir natürlich gerne noch ein bisschen weiter geradeaus laufen lassen. Sprich, mit einem Sieg jetzt in der 2. Pokalrunde gegen den SC Verl. Und danach werden wir wahrscheinlich auch wissen, ob wir die nächste Auslosung gebannt verfolgen dürfen und vor allen Dingen, was die Bayern machen. Ob die auf dieses gestörte Angebot eingehen, was wir für Steffen Lang ausgerufen haben, was wir haben wollen. Also es wird mit Sicherheit nicht langweilig. Ich bin mir sicher, ihr seid wieder dabei. Macht's gut.